Hallo und herzlich willkommen zu einer Partie FIFA 16. Wir spielen heute den VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München. Die Partie vom Samstag, den 27.02. Entschuldigung. Ja, ich spiele hier den FC Bayern von rechts nach links. Ich den VfL Wolfsburg von links nach rechts. Und natürlich der FC Bayern, klarer Favorit, hier Zweiter. Ich weiß nicht, wie viel der Wolfsburg ist, aber die sind unter ihren Möglichkeiten auf jeden Fall. Hast du da gesagt, dass Bayern Zweiter ist? Ah ja, Erster meine ich. Ja, Wolfsburg ist Sechster, Siebter, irgendwie sowas, glaube ich, jetzt geschätzt. Ja, VfL Wolfsburg wird ein schweres Spiel hier vor der Brust haben, auch wenn sie das Heimspiel haben, war die Bayern nie zu unterschätzen. Und jetzt erstmal die erste Chance vielleicht, ja, aber er kommt nicht durch. Arnold kommt über die linke Seite. Ne, Entschuldigung, die rechte Seite. Verinha. Gottes Willen. Bayern, aber jetzt die Riesenchance für Wolfsburg. Und was machen sie da? Das ist so typisch Wolfsburg. Frei vom Tor und dann nochmal rüber gespielt. Ne, die Wolfsburger machen hier schon mal gute Stimmung. Wir hören sie singen hier, VfL Wolfsburg Ole. Während die Bayern jetzt über Levi kommen, der gegen Dante da. Da kommt er nicht hinter den Ball. Nicht wirklich. Das wird interessant morgen. Die ja, das Bayern wird. Entschuldigung. Wieder so wie im Hinspiel. Das war natürlich die 1-0 Führung, glaube ich, für Wolfsburg. Ja. Und dann kam Lewandowski. Und schoss innerhalb von 10 Minuten einfach mal 5 Kullen. Ja, das war schon. Das wird wahrscheinlich dieses Mal nicht passieren. Das glaube ich auch nicht. Ein Besen. Das glaube ich allerdings auch nicht. Also mein Tipp ist, dass Bayern das 3-1 gewinnt. Leider, muss ich sagen. Und da kommt Bayern. Und was war das denn für eine Scheiße? Normalerweise macht er den besser. Normalerweise fällt er da eigentlich aufs Maul und fordert einen Elfer. Nein, aber wir sind natürlich unparteiisch hier. Ich versuche natürlich auch zu gewinnen hier, obwohl ich mit Bayern spiele. Maximilian Arnold, ich bin auch ganz ehrlich kein Wolfsburg-Fan, also dem gönne ich das eigentlich genauso wenig wie den Bayern. Aber wir spielen das jetzt einfach mal nach, darum geht es hier heute nicht. Wir spielen es vor, Entschuldigung, wir spielen es nicht nach. Das wäre schön. Mal vor, es würde genauso passieren. Ja, das wäre schon echt lustig. Draxler, das ist ein Freistoß. Ich will den Freistoß. Ich gebe den Freistoß nicht. Freistoß nicht. Du hast zu lange gewartet. Das ist bitter. Das wäre auch sehr lustig im Originalspiel, wenn einer einfach stehen bleibt. Ja. Und das ist jetzt die Riesenchance für Bayern. Wo Castells rausgezischt kommt. Oh, klasse von Naldo. Das war einfach dumm von mir, dass ich da nicht geschossen habe. So, manchmal ist man hinterher immer schlauer. Mit Draxler. Draxler auf Arnold. Bayern nicht gut, sort yet. Kruse zieht nach innen, macht das gut gegen die Philipp Lahm. Das ist jetzt aber der Freistoß nicht. Nee, da ist er gegen den eigenen Mann gelaufen. Gustavo das mit ist rot. Luis Gustavo mit ganz viel Frust in dieser Aktion. Ich weiß auch nicht, was er sich dabei jetzt gedacht hat. Du weißt es gar nicht. Also das ist jetzt echt ein unnötiges Foul gewesen meinerseits. Maxi Arnold, später das Ding auf Luis Gustavo, der eigentlich hätte schon längst vom Platz fliegen müssen. Im Originalspiel wahrscheinlich schon. Und jetzt macht das alle nass. Das ist ein Scheißpass, das muss ich einfach mal so deutlich sagen an der Stelle. Aber vorher, was hat er denn vor? Und wieder springt Luis Gustavo mit dem gespreckten Bein vor. Und der hat, glaube ich, noch nicht mal Geld gekriegt für die Aktion. Ja, ein bisschen, das wurde ja auch noch nicht unterbunden. Achso. Dante. Ja, es ist ein sehr ruhiges Spiel von beiden Seiten. Es gibt noch nicht die vielen Torchancen. Auch nicht für die Bayern. Es ist ungefähr so wie das Hinspiel. Da war es auch zur ersten Halbzeit relativ ruhig. Dann hat es kurz vor Halbzeit geklingelt für den VfL. Ja, und da, den Rest hatten wir ja eben schon angesprochen. Dass dann zur zweiten Halbzeit Robert Lewandowski kam. Ja, diesmal steht es 0-0 zur Halbzeit. Und irgendwie kommen wir beide nicht ins Spiel. Ja, das stimmt. Also ich weiß nicht, vielleicht muss ich da auch ehrlich gesagt Luis Gustavo schon rausnehmen. Der dann natürlich jetzt sehr, ja, was soll man sagen? Gelb-rot gefährdet. Genau. Bei mir kommt Götze. Gucken, ob der sein Comeback kann. Feiert.
Echt? Weil verletzt, ja. Der war über ein halbes Jahr fast weg jetzt. Das ist ja nichts, was ich so krass verfolge. Ja, Mario Götze jetzt, glaube ich, seit einem halben Jahr verletzt gewesen, feiert jetzt hier heute sein Comeback, steht tatsächlich auch wieder im Kader morgen. Das erste Mal. Ich denke nicht, dass er viel Einsatzzeiten bekommt. Hat er unter Guardiola noch nie wirklich, aber das ist auch ein anderes Thema. Warten wir mal, vielleicht bringt er ja hier heute in unserer Simulation etwas. Da hat er auf jeden Fall schon einen Ball gewonnen. Und ich habe übrigens Robin Knoche eingewechselt für... Oh, defensiv also gewechselt. Luis Gustavo definitiv raus, da will ich kein Risiko gehen nach dieser Aktion von vorhin. Der soll mal ein bisschen runterkommen. Knoche, Schürrle, starker Pass, Draxler, macht das genial. Oh, durch die Beine von... Und Knoche tut mit. Spielt das Ding dann auf Schürrle, Schürrle, sieht da wieder Knoche. Ohne Alaba wäre die Bayern-Abwehr, glaube ich, im Moment nicht mehr viel, denn durch die ganzen Verletzten sind da keine Alternativen, glaube ich, da. Ja, das stimmt. Castells, Knoche. Trash. Ja, Knoche. Ich habe da gehofft, dass da außen einer mittut, tut aber keiner. Ah, das ist ein Scheißball. Das ist ein Schissball. Ah, die Bayern. Naido sehr, sehr stark. Der gefällt mir richtig gut, der Naido. Ich spiele so gut wie nie mit VfL Wolfsburg. Der ist ein Tier. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also, Naido ist da echt gut. Und da ist es Mario Götze tatsächlich mal. Aber Dante ist sofort wieder da. Der kennt ja auch Götze. Der Verteidiger stört ihn. Die haben ja auch schon zusammen gespielt beim FC Bayern. Wolfsburg hält jetzt den Ball ein bisschen in den eigenen Reihen, aber es ist scheiße von Rodriguez da einfach. Es ist nichts mehr. Also in der ersten Halbzeit war es schon schlecht und jetzt in der zweiten ist es noch ein Stück schlechter von beiden Teams. Virinha macht das jetzt aber mal gut. Virinha. Vielleicht wird nicht angegriffen. Da jetzt mal was. Spielt ihn rüber. Und Kruse und die Führung, unglaublich. 70. Minute, ich glaube es nicht. Und der VfL Wolfsburg geht tatsächlich in Führung. Max Kruse hier mit dem Tor. Ja, das ist natürlich hart jetzt für die Bayern, das in der 70. zu kassieren. Das wird jetzt schwer für sie hier nochmal wieder ranzukommen. Da müssen wir echt schauen, ob der FC Bayern hier überhaupt nochmal ein Spiel findet. Oder sie verlieren ob sie jetzt schon völlig wieder einbrechen, den Ball. Was Bayern untypisch wäre. Virinha. Die sind völlig geschockt, meiner Meinung nach. Und ja, vielleicht steckt auch noch, ein bisschen Juventus in den Knochen. Na, wen könnte man da noch bringen? Da guckt man jetzt mal relativ. Also ich bringe hier noch einen Innenverteidiger ins defensive Mittelfeld und bringe Leandro Butaro in den Sturm. Der 18-Jährige, der kürzlich unter Vertrag gekommen ist beim VfL Wolfsburg. Ich versuche es nochmal mit Ribéry und Alonso im Mittelfeld, aber das wird natürlich jetzt richtig schwer gegen Wolfsburg. Oh, das ist vor allem, weil die offensiv Ball gerade gut spielen. Und da macht er 2-0. Wird auch noch brutal umgefällt. Ein Klassentor von André Schürrle. Und André Schürrle, muss man sagen, der spielt ja eigentlich nicht so gut beim VfL Wolfsburg. Ich glaube, ein Saisontor oder sowas. Ja, und da knallt er den jetzt richtig schön rein. Also das ist ein klasse Abschluss von André Schürrle. Innerhalb von 5 Minuten schießt Wolfsburg den Bayern zweimal das Ding rein. Das ist natürlich jetzt ganz, ganz bitter für die Bayern. Die natürlich immer noch einen 5-Punkte-Vorsprung jetzt, also jetzt immer noch 8 haben, aber falls der BVB Sonntag gegen die TSG aus Hoffenheim gewinnt, dann haben sie 5 Punkte. Wären es nur noch 5. Ja. Der Ball ist im Seitenhaus. Ist natürlich immer noch ein Polster, aber naja. Da macht er das Spiel schnell. Ich glaube nicht, dass sie sich das so vorgestellt haben, die Leute. Aber Bayern ist immer für Tore gut, ne? Ja, aber Naldo richtig, der macht eine richtig starke Partie, der Naldo. Der Knoche gefällt mir auch gut. Spielt das Ding auf den. Das ist für mich ein Elfmeter. Das muss rot für Philipp Lahm geben, wenn er den pfeift. Was für eine Scheiße, das ist wieder FIFA. Das wäre im normalen Spiel niemals hier ganz klar den Ball gespielt, dann stolpert er darüber. Na, das kann man definitiv pfeifen. Klare Schwalbe. Glück, dass es nicht rot gab. Klare Schwalbe. André Schürrle, 3-0. Also, wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der FC Bayern liegt 3-0 hinten. Guardiola rastet aus. Ist das so ein bisschen die Revanche beim Hinspiel? Doppelpack André Schürrle. Ja. Ist eine bittere Pille für den FC Bayern hier heute, definitiv. Also das tut weh. Und jetzt singen sie André Schürrle. Die Fans.
Also das tut definitiv weh. Kommt jetzt der Götzle. Ah, dann haben sie es gut gemacht. Castells. Oh, Leandro Putaro nimmt den da klasse an. Nee, tut er nicht. Überhaupt nicht. Das war eher das Gegenteil von klasse. Ach, brutales Foul dann nochmal. Ja, das ist okay. Unglücklich. Das ist okay, da wird der Angriff gut unterbunden von den Bayern. Und ja, nichts mit Super Bayern heute hier definitiv. Also das muss man mal so klar sagen. Die haben hier heute überhaupt nicht mit Wolfsburg mithalten können und das wundert mich. Also 3:0 unser Vorspiel war ich jetzt einfach mal für morgen. 3:0 für den VfL Wolfsburg. 2:0 wäre okay gewesen, muss ich sagen, aber der Elfmeter, der ärgert mich dann doch. Ja. Aber ich denke auch, ganz ehrlich gesagt, nicht, dass das Spiel morgen 3:0 endet. Also das wäre der Hammer. Mein Tipp ist 3:1 für den FC Bayern München. Lewandowski wird da leider wieder zweimal treffen und ein bisschen vor Aubameyang seinen Vorsprung ausbauen. Das ist mein Tipp. Was sagst du? Ja, wahrscheinlich werden die Bayern das gewinnen. Ich glaube, sogar Wolfsburg wird nicht mal ein Tor schießen. Aber so ein Überraschungseffekt wäre natürlich auch mal was Feines. Das stimmt. So, meine Freunde, wir sind raus. Haut da rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.